Herzlich willkommen im 2023. 365 Tage voller Möglichkeiten. Mein erster Impuls in diesem Jahr will ich den Namen Gesamtbild geben. Auf einer Baustelle arbeiteten drei Maurer. Ein Journalist kommt vorbei und stellt jedem dieselbe Frage. Was machst du da? Der erste antwortet ihm, Tag für Tag dasselbe einerlei. Ich bringe Mörtel an und lege Stein auf Stein. Immer dasselbe. Der Journalist geht zum zweiten Mann und stellt dieselbe Frage. Dieser antwortet anders. Ich habe hier Arbeit. Damit kann ich meine Familie ernähren und ich bin sehr dankbar dafür. Schließlich kommt der Journalist auch noch zum dritten Maurer. Auf die Frage hin beginnen die Augen des Mannes zu leuchten. Und mit strahlendem Gesicht sagt er, wir bauen einen Dom und ich darf dabei sein, Teil davon sein. Eine simple, aber tiefgründige Geschichte. Jeder erledigt dieselbe Arbeit und trotzdem ist es für jeden etwas anders, je nachdem, was seine Perspektive ist. Und der Mann, der das Gesamtbild vor Augen hat, er ist als einziger wirklich glücklich und begeistert. Gesamtbild ist etwas Wichtiges, Perspektive. Nehmen wir Abraham als Beispiel. Er hat sich sicher oft nicht immer als Glaubensheld gefühlt. Lesen wir mal 1. Mose 12, 2 bis 3. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich zu einem großen Volk machen und will dich segnen und deinen Namen groß machen. Und du wirst ein Segen sein. Segnen will ich, die dich segnen, und wer dich aber schmäht, den will ich verfluchen. Jetzt stell dir vor, du gehst zu deinem Vater oder zu deiner Mutter und sagst, ich gehe dann mal. Ja, wohin? Ja, ich weiß es nicht. Ja, wer hat dir gesagt, du sollst gehen? Ja, Gott. Aber er hat nicht gesagt, wohin. Er hat gesagt, dass er mich segnen will und meinen Namen groß machen will und zu einem großen Volk machen will. Ja, aber sorry, du bist ja schon älter. Also, nicht ganz einfach. Und wenn du Kinder hast, stell dir vor, eines deiner Kinder kommt zu dir und sagt sowas. Er soll irgendwo hinziehen, wo er nicht mal weiß, wo. Und Gott verheißt ihm Besitz in Kanaan. Aber sein Leben lang ist er dort ein Fremder. Erst gegen Schluss kauft er sich eine Grabstätte. Er ist dort ein Ausländer. Er soll ein großes Volk werden, ohne einen Sohn. Ja, natürlich, für Gott ist alles möglich. Aber wie lange sie warten mussten. Versetze dich einmal in Abrahams Lage. Weißt du, wir stecken in unserem Alltag drin und uns fällt oft das Gesamtbild. Abraham schaffte es, am Gesamtbild festzuhalten, obwohl er auch nicht den Überblick hatte. Da gibt es zwei gute Beispiele. Das erste steht in Römer 4, 19 bis 21. Und ohne im Glauben schwach zu werden, nahm er seine schon erstorbene Manneskraft wahr. Etwa 100 Jahre war er alt und den erstorbenen Mutterschoß Sarahs. An der Verheißung Gottes ließ er sich durch Unglauben nicht irre machen, sondern er wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre und hatte die feste Gewissheit, er vermag, was er verheißen hat, auch zu tun. Das ist mal die erste Bibelstelle. Die zweite steht in Hebräer 11, 8 bis 9. Durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, und brach auf an einen Ort, den er als Erbe empfangen sollte, brach auf, ohne zu wissen, wohin er kommen würde. Durch Glauben wanderte er aus ins Land der Verheißung, ein Land, das ihm fremd war, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Es gibt drei Haltungen.
Erstens, er glaubt Gott mehr als seinen Umständen. Gott ist alles möglich. Das haben wir im Römer 4, 19 bis 21 gelesen. Also er zweifelt nicht durch Unglaube. Hier steht ja, ohne im Glauben schwach zu werden. Er hielt an der Verheißung Gottes und ließ sich nicht durch Unglaube irre machen. Also, dass wir Zweifel haben mal, das ist natürlich und normal. Aber Unglaube ist etwas ganz anderes. Also es bedeutet, Unglaube bedeutet, mich von Gott abzuwenden. Zweifel, wie gesagt, ist menschlich. Abraham ging mit seinen Zweifeln zu Gott und ich hoffe, du tust es auch. Unglaube dreht Gott den Rücken zu. Weißt du, der Glaube, unser Glaube wird aufgefrischt und stark, wenn wir die Zweifel oder in den Zweifeln zu Gott gehen. Also es war das Erste. Er glaubte Gott mehr als allen Umständen. Gott ist alles möglich. Das Zweite ist, er gehorchte Gott. Das sehen wir in Hebräer 11, Vers 8. Durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, und brach auf an einen Ort, den er als Erbe empfangen sollte. Er brach auf, ohne zu wissen, wohin er kommen würde. Weißt du, es gibt Leute, für die ist Glauben und Handeln zwei Paar Schuhe. Ja, ich muss nichts mehr machen, ich kann nur glauben. Ohne sich irgendwas machen muss. Und dann gibt es auch die anderen, die nur handeln, weil Glaube ihnen zu vage ist. Aber Abraham glaubte und aus diesem Glauben heraus handelte er. Er vertraute Gott, dass dessen Wege gut sind. Er war gehorsam, selbst wenn er den Weg nicht kannte. Gehorsam ist die Antwort auf Glauben. Wahrer Glaube drückt sich in Gehorsam aus. Ich wiederhole. Gehorsam ist die Antwort auf Glaube. Wahrer Glaube drückt sich in Gehorsam aus. Wir kommen zum dritten Haltung. Also die erste war, nochmal zur Wiederholung, ich glaube Gott mehr als meinen Umständen, Gott ist alles möglich. Ich gehorche Gott. Ich bleibe an Gott dran, auch wenn ich es nicht sehe. Das tat Abraham auch in Hebräer 11, Vers 9. Durch Glauben wandelte er aus ins Land der Verheißung, ein Land, das ihm fremd war, und wohnte in Zelten mit Isaac und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Ein Zeichen, dass er glaubte, war, dass er sich dort begraben ließ und auch seine Frau. Er sah im Glauben schon, was kommen wird, wie wenn es schon wäre. Wir müssen, wie Abraham, das Gesamtbild mit den Augen des Glaubens anschauen. Schaue aufs 2023 und das Bild des Glaubens. Weißt du, es ist realer. Schau nicht nur mit den physischen Augen. Die Augen des Glaubens sind realer. Es ist mehr Realität als das, was du mit den physischen Augen siehst. Halte daran fest. Wir verstehen nicht alles. Ich verstehe nicht alles. Vor allem mit der menschlichen Perspektive nicht. Gott verlangt nicht, dass wir es verstehen, sondern er will, dass wir glauben und vertrauen. Ich fordere dich auf, das im 2023 zu tun. Gottes Gedanken und Pläne sind immer gut gewesen. Und sie sind gut und sie werden gut bleiben und gut sein. Lass uns gemeinsam Matthäus 13, Vers 31 und 32 lesen. Ein anderes Gleichnis legt er ihnen vor: Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Senfkorn, das einen nahm und auf einen Acker säte.
Es ist zwar das kleinste unter allen Samenkörnern, aber sobald es hochgewachsen ist, ist es größer als alle anderen Gewächse und wird ein Baum, so dass die Vögel des Himmels kommen und in den Zweigen nisten. Weißt du, aus dem, was Gott durch Abraham tat, dass er mit 100 noch Vater wurde, dann die 12 Stämme Israels, dann, dass die Israeliten sich so sehr vermehrten, dass sie für Ägypten eine Bedrohung waren. Später kam aus dem allem heraus Jesus Christus. Wie genial ist das denn? Lerne dein Leben so zu sehen. Auch die ganz winzige kleine Entscheidung, die du heute oder morgen mit Gott fällst oder triffst, wird in Zukunft einen massiven Impact haben. Weißt du, du kannst dich entscheiden, was eine Entscheidung aus dir macht in 10 Sekunden, 10 Minuten, 10 Monaten, 10 Jahren. Wir wollen von unseren natürlichen Augen wegschauen jetzt, Herr Jesus, auf dich, o Herr, auf das, was du für uns bereit hast. Deine Pläne, o Herr, wollen wir mit den Augen des Glaubens sehen und nicht mit den physischen Augen. Du siehst das Gesamtbild und wenn wir auch nicht wissen, wohin und wie es sein wird, Herr, du weißt es. Hilf uns, dir zu vertrauen, Herr, uns zu trauen, dir zu vertrauen, Herr. Deine Liebessprache ist Gehorsam. Danke, Jesus, dass du den Masterplan hast, auch fürs 2023. Hilf uns, daran festzuhalten, dass deine Pläne, deine Gedanken, deine Wege höher sind als die unseren. Und dass du der gute Hirte bist, der sich mit seinem Namen verbirgt, dass er uns auf rechte Straße leitet. Ich ehre dich, König Jesus, ich bete dich an. Segne den Zuhörer bzw. Zuschauer. Schenke ein fruchtbares 2023. In Jesu Christi Namen. Amen.